So, ich teste heute mal den Bandschleifer von Güde BS76900. Benutze, ja, weil schönes Wetter ist, mache ich das draußen. Benutze dafür den Ständer von Wolfcroft und habe eine alte Eichenholzleiter. Und ja, die Balken werde ich mal abschleifen. Und dann soll das später mal Deko für Blumen sein. Die Eichenleiter. Vergleich. Links ist geschliffen. Ist wirklich relativ glatt geworden. Und ja, also ich finde es glatt genug und man hat noch die Rusti, also es sieht noch rustikal aus. Sagen wir mal so. Hier ist der andere, der jetzt dran kommt. Der wird schnell auch so aussehen wie der. Dann noch die kleinen Stücke und dann bin ich zufrieden. So, Nummer 1 steht da. Mittlerweile bin ich schon bei Nummer 2 dran. Yes, weiter geht's. Ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich das nur noch mal mit 120er Schleife abschleifen muss und dann kann lasiert werden. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ich treibe dann eine wasserfeste Lasur auf, weil ich die gerne draußen hinstellen möchte. Ich denke, da werden die es gut machen. Ich finde also echt, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zweimal geölt und sehr schön geschliffen. Die dritte Leiter sind auch fertig. Jetzt wird das Ganze noch zusammengebaut auf der Terrasse und dann, ja, dann schauen wir mal, wie das fertige Ergebnis aussieht. Der Schleifer von Güde. Der BS76900E hat sich echt super geschlagen.
hat ein tolles Ergebnis abgeliefert. Ja, eine gute Leistung. Ich finde, die Handhabung ist schön und einfach. Und in den Auffangbeutel passt viel rein. Der bekommt jetzt erstmal eine Grundreinigung. Und ja, dann stehen schon die nächsten Projekte an. Ich bin mal gespannt, wie es aufgebaut aussieht.